Spekulanten schieben sich Millionen in die Tasche. Bei unserem System wird von fleißig zu reich verteilt. Was soll das denn alles? Wer bestimmt das und wer hat das Recht, über andere Menschen zu bestimmen? Niemand hat dieses Recht. Wieso merkt es denn keiner? Genau. Stopp, mal, wir müssen da was ändern. Nein. Herr Anwalt ist in der Kammer drin, ist in dem Klüppchen mit dem Richter, mit dem Staatsanwalt und der Politiker ist da dahinter. Und die halten schön das System am Kochen, weil sie sind die Privilegierten. Da kann ich noch die Konzernchefs dazurechnen und unsere Standard- und Schulmediziner, die Bosse von allen möglichen Industriebetrieben, Bufti Boing, haben wir genau die, die uns versklaven. Und es ist so, und ich sage das auch heute öffentlich. Und hinten sitzen wir ein paar Wochen so. Was machen wir mit unseren Kindern? Was ist denn mit den ihnen mitgegebenen Fähigkeiten und Talente? Haben wir das Recht, die einfach glatt zu bügeln? Schule ist ein klassisches Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Alphabet kennt. Genau das müsste eigentlich jede Mutter sich anschauen, bevor sie sich entscheidet, wer sie schulisch ihre Kinder tut. Alle unsere Kinder kommen hochbegabt zur Welt. Und nach der Schule sind es noch 2%. Die katholische Kirche ist das beste Marketing-System der Welt. Ja. Dass ein Staat für mich das Geld eintreibt und alle mir nachrennen und das machen, was ich sage. Ja, genial. Immer mehr habe ich irgendwann gemerkt, dass in dem, was ich tue, dass es da nur ums Geld geht. Es ging immer nur um Profit, um noch mehr. Hast du ein Jahr gute Zahlen gemacht, wurden es am nächsten Jahr wieder höher gesetzt, hast da wieder erreicht, wurden es wieder höher gesetzt. Also ich war ständig wie in so einem Hamsterrad am Rennen, am Rennen, am Rennen. Dann gab es so ein Schlüsselerlebnis, dass ich irgendwann vor Weihnachten da beim Einkaufen war. Ich habe damals in Madison Tower gewohnt in New York, habe erkannt, dass es wirklich ein System gibt, was die Menschen versklavt und was ihnen nicht die Wahrheit sagt, in keinem Bereich. Weder in der Gesundheit, noch in dem Thema Nahrungsmittel. Wenn man versteht, wie das Leben eigentlich funktioniert, dann ist es nicht so, dass wir auf den Planeten kommen zum Leiden. Das sind alles Dogmen, die uns eingegeben werden über Religionen. Du bist der, der schöpft und du bist Schöpfer und du musst handeln. Wir müssen nur immer offen sein.